So, hi Freunde, willkommen zurück zu The Darkness 2. Im letzten Part durften wir wieder oben mit dem Finsterling, mit Hilfe des Finsterlings, diese Tür hier öffnen, den Strom abschalten für diese Tür und haben auch diese Waffe hier, bekommen in dem Bordell von Venus. Mein Gott, Versprecher ohne Ende, das gibt's doch gar nicht. Das fängt ja schon mal sehr gut an. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und sollen ja laut Venus, laut Vinny, laut allen eigentlich Nosferatu oder Quasimodo, also diesen, ja, Bösewicht hier, den Hauptbösewicht, würde ich mal sagen, im Spiel. Suchen wir die Männer, die sie nicht abgesehen haben. Mal übers. Was? So, mal auf die Mütze geben. Aha, 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 aha. Hier, das wollte ich noch machen, genau. Was gibt's denn da Schönes? Bringt mehr Gesundheit beim Fressen von Herzen. Herzenheil. Dunkle Sprengung. Mit dem Dämonenarm geworfen Objekte explodieren beim Aufprall. Mega. Das wäre eigentlich echt gut. Da brauchen wir gar nicht mehr diese Propangasflasche. Greife verwundbare Gegner und drücke 1 für eine gesunde Hinrichtung und regeneriere etwas Gesundheit. Das haben wir doch schon. Ich wollte das hier oben eigentlich angucken. Gegner, die taumeln oder niedergeschlagen wurden, können länger gegriffen werden, während sie sich erholen. Ich weiß nicht. Mir war das ja eh so schnell. Ich weiß nicht. Du erhältst mehr Munition, wenn ein Gegner mit einer Killerhinrichtung ausgeschaltet wird. Schauen wir mal weiter. Drücke rechte Maustaste direkt nach dem Abfeuern an der Schrotflinte für eine schnelle Pumpgun-Action, mit der die Streuung des nächsten Schusses verringert wird. Beherrschung der Waffen. Schnelleres Nachladen bei allen Waffen. Ey, das wäre auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir schauen aber erstmal mal weiter. Moment. Ah doch, okay. Was haben wir denn hier? Drücke G und kanalisiere die Finsternis für ein paar Sekunden in deinen Waffen. Du richtest dann ohne Munitionsverbrauch gewaltigen Schaden an. Wow. Drücke F und aktiviere einen dunklen Schwarm, der deine Feinde für ein paar Sekunden betäubt. Ich glaube, dann nehmen wir das mal, oder? Das nehmen wir mal, ja. Würde ich mal sagen. Das wäre doch echt nicht schlecht jetzt. Wollte ich die eigentlich nehmen? Das ist die... Was sind das für eine? Die UMP. Die können wir doch auch noch nehmen, oder? Ja. Jetzt haben wir noch alle. Genial. Echt mega genial. Gut, wo geht's denn hier weiter? Da draußen. Der Wild ist hier! Nein! Bye, bye. Wo ist er? Kann man den nehmen? Ja. Okay, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Bitteschön. Sehr genial. Echt, ich finde das mega genial gemacht. Wie man hier mit der Finsternis oder mit den Dämonenarmen hier alles zerstückeln kann und in Zähne gesetzt wird. So. Zerstören. Und ab. So gefällt mir das. Sehr schön. Okay, ich würde dafür jetzt am besten... Nein, doch nicht so. Genau so. Gibt's da irgendwo den... Geht doch. Ich sehe den Wirt. Was ist los? Komm her. Genial. Er wird das ganze Licht ausknipsen.
schon, Brüder! Gib mir die. So, können wir den irgendwie, wo ist er? Was ist denn das? Oh. Genial! Uiuiui! Was war das für ein Geräusch? Das war echt genial, Freunde. Dieses Sägeblatt. Hey, da ist noch eins. So, das nehme ich jetzt mal. Das war gerade dieser Schwarm. Wenn da so viele kommen, ist das echt hilfreich. Danke für die Munition. Auch noch. Die werfen Leuchtgranaten, Blendgranaten oder was das ist, oder Leuchtfackeln. Genau. Gib mal hier die Munition. Genial. Oh, Finsterling. Muss man nicht jedem ins Gesicht furzen. So, wo kommen wir denn da? Wie kommen wir denn hier weiter? Davor? Ach, hier kommen wir weiter. Hä? Das darf nicht wahr sein. Das ist ein Ende, Jackie. Ich sehe nichts. Das Licht Gottes scheint. Nein, 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 nein. So vorhersehbar. Den Gral bereit machen. Das glaube ich jetzt nicht, Freunde. Wir wurden gefangen. Er kommt zu sich. Was soll das werden? Er ist wach. War hinten gerade Venus? Gut. Er muss sich konzentrieren. Ist das dieser Nosferatu Quasimodo? Er fühlt sich klebrig an. Das ist er nicht, der in der Mitte ist das. Ich mag das. Das war doch der vom Anfang. Kümmer dich um deine Aufgaben, Bruder. Ist der Transfer abgeschlossen, haben wir, was wir wollten. Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gäbe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Natürlich nicht. Aber Tatsache ist, du bist unvorsichtig. Und viel zu viele Kriminelle in der Stadt glauben, dass ein Dämon in dir haust. Im Restaurant wollten wir testen, dass du der neue Wirt der Finsternis bist. Du hast bestanden. Wir wollen sie zurück. Ich spüre, wie du dich da drin bewegst. Wirst du nervös? Du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Sie bevorzugt die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann, und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen?
Wieso nimmst du sie dir nicht einfach, wenn du schon so ein Scheiß-Genie bist? Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Mr. Peevish, wären Sie so gütig? Schau hin, Schönling. Das wird ein eigener Snuff-Film. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung. Sieh's ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Mal sehen, ob wir dir diese Entscheidung noch leichter machen können. Mr. Bray. So, das war deine Freundin, Jackie. Blasen mit Lippenpiercing kommt bestimmt gut. Was ist los? Ohne Kopf geht Blasen nicht mehr so gut, was? Jackie! Oh, Jackie! Verdammt, der ganze Ort hier wird überrannt! Gib nicht nach, Jackie! Noch haben sie uns nicht übermannt. Halt's Maul! Ihr werdet in der ganzen Stadt angegriffen. Wir haben die Mittel und den Willen, diese Organisation in die Knie zu zwingen. Und innerhalb von Minuten kontrollieren wir dein Zuhause. Also denk schnell, Jackie. Hier geht es nicht mehr nur um dich. Entscheide dich. Links oder rechts. Das darf nicht wahr sein. Wie sollen wir... Wir können doch nicht... Ich weiß es Jackie, nicht. Jackie, nein! Das kannst du mir nicht antun! Du Hurensohn! Der hat sich nass gemacht. Du hast das Richtige getan, Jackie. Zeig diesen Bastarden, dass keiner in unser Revier kommen kann. Halt deine verfluchte Fresse, du beschissene Leiche! Es war die falsche Entscheidung, den Geist aus der Flasche zu lassen, Jackie. Für die Finsternis bist du nur eine Marionette aus Haut und Knochen. Letzte Chance. Gibst du mir die Finsternis aus freien Stücken? Leck mich. Dann eben nicht aus freien Stücken. Ich versuche dir zu helfen, aber wenn du zu dumm bist, das zu erkennen, verhandle ich eben in einer Sprache, die du verstehst. Mr. Bragg, töten sie alle im Haus und reißen sie der alten Dame die Arme aus. Nein. Hey, ich könnte ihr noch ganz andere Sachen abreißen. Na, was meinst du, Jackie? Du hast Jenny verloren, weil du die Finsternis nicht kontrollieren konntest. Und jetzt wirst du alles verlieren, was dir wichtig ist, weil du nicht vernünftig genug bist, um deine Grenzen zu erkennen. Schlag ihm die Zähne aus. Einen nach dem anderen. Jackie! Du musst widerstehen! Was zur Hölle ist jetzt los? Jackie! Schütze! Die Finster! Niemals! Ich bin fertig mit dir! Sie dürfen mich nicht kriegen! Leck mich! Ich bin nicht länger deine Marionette! Du wirst mir gehorchen! Gib mir einen guten Grund! Das darf nicht wahr sein. Jenny! Ihre Seele gehört mir! Gehorche mir! Jenny ist tot, du Idiot! Konzentrieren! Gib mir die Finsternis, oder deine teure Tante Sarah ist Wurmfutter. Ich kann nicht. Ich habe keine Wahl, ich muss den Gral benutzen, Mr. Peevish. Die Bindrituale sind fast vorbereitet. Nicht mehr lang. Gut, halten Sie ihn in Schach. Er soll so schwach wie möglich sein, wenn das Ritual beginnt. Widerstehe!
wahr sein. Fleisch ist Schwäche. Wie Fleisch ist Schwäche? Widerstehe! Was sollen wir denn machen? Widerstehe! Aha! Ach du Heilige! Schau mal da! Uiuiui! Das nicht! Hiebisch, der Gral! Raus und die verdammte Tür zu! Ich wollte dir einen Ausweg bieten, Jackie. Sag nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Das hast du dir selbst eingebrockt. Und du hast es deiner Familie eingebrockt. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Du stirbst nicht, Jackie. Die Finsternis lässt das nicht zu. Aber wenn du rauskommst, wird deine Tante ausgeweidet und dein Bein sein. Und du hast nichts gewonnen. Denk darüber nach, wie hilflos du bist. Denn das nächste Mal frag ich nicht so nett. Fackelt das Gebäude ab! Das darf nicht wahr sein, Freunde. Der Kral für Jenny. Wir müssen raus hier, glaube ich, oder? Boah, dann machen wir das erst im nächsten Part. Essenz. Ich glaube, wir machen das erst im nächsten Part, Freunde. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran. Bis dann.